In Deutschland tobt ein Kulturkampf. Es geht um Wokeness, um Queerness, um Gender, um Trans vor allem. Die Konservativen in diesem Land sind besessen von diesen Themen und erzählen das nicht etwa ihren Therapeuten, sondern uns. Ist alles so furchtbar woke. Was bedeutet woke? Woke bedeutet, in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Schlimm, oder? Woke ist, wenn man sagt, Transpersonen sollten respektiert werden, sollten nicht diskriminiert werden. Das ist woke. Trans ist ein Oberbegriff, der verschiedene Menschen bezeichnet, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Im Gegensatz zu cis. Das sind Menschen, die sich in dem sozialen und biologischen Geschlecht zu Hause fühlen, das ihnen zugeschrieben wird. So wie ich. Ich bin cis. Oder Hubert Aiwanger auch. Cis. Weniger als 1% der Menschen in diesem Lande sind trans. Für sie soll es bald ein neues Selbstbestimmungsgesetz geben. Das heißt, sie dürfen dann demnächst zum Standesamt gehen und ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern lassen. So wie auch Menschen, die zum Beispiel mit Vornamen Adolf heißen, den Namen ändern dürfen, wenn sich das für sie falsch anfühlt. Viele Ultrarechte regt das auf. Zum Beispiel Beatrix von Storch, die gegen das Selbstbestimmungsgesetz ist, weil ihrer Ansicht nach niemand das Geschlecht wechseln kann. Gut, sie sähe sicher auch keinen Grund, den Vornamen Adolf zu ändern. So sagte von Storch über die Abgeordnete Tessa Ganserer im Deutschen Bundestag. Wenn der Kollege Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist. Am Weltfrauentag ist ein guter Moment, um festzustellen, ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau und Gender ist Gaga. Alles Gaga. Ein Wechsel des Geschlechtseintrags ist auch bislang schon möglich, allerdings nur mit 2 psychiatrischen Gutachten, die mehrere tausend Euro kosten. Und ich frage Sie, ist es richtig, dass Menschen für diese Änderung 2 psychiatrische Gutachten benötigen, während man im Bundestag ganz ohne psychiatrisches Gutachten reden darf? Ich finde nicht. Also um was es da geht, bei diesem Selbstbestimmungsgesetz, es ist ein Eintrag. Es steht dann so im Reisepass. Das ist alles. Es ist keine Operation, es ist keine Hormontherapie und niemand muss danach seinen Penis in dreifacher Ausfertigung als Einschreiben an die Stadtverwaltung schicken. Bislang muss man ziemlich entwürdigende Prozeduren über sich ergehen lassen. Ein Freund von mir, der hat das durchgemacht und die Fragen, die man beim Gutachten halt bekommt, um wirklich diagnostiziert zu bekommen, dass man trans ist, sind so Fragen wie, sind Sie dominant oder passiv im Bett? Befriedigen Sie sich selber? Wenn ja, wie? Was sagt das bitte aus? Da kann man genauso gut fragen, wenn Sie ein Muffin wären, welcher wären Sie und warum? Das wäre genauso unsinnig, aber immerhin weniger unangenehm. Es gibt erheblichen Widerstand gegen diese geplante Regelung und es werden zahlreiche Gefahren halluziniert, möchte ich sagen, für die es keinerlei Grundlage gibt. Das heißt zum Beispiel oft, dass sich ja dann Männer einfach als Frauen bezeichnen können und Frauen als Männer. Und dann hätte das Auswirkungen, zum Beispiel auf den Sport. Dann könnten ja auf einmal weibliche Fußballerinnen sagen, ich bin ein Mann und dann plötzlich in der Männerfußballnationalmannschaft mitspielen. Das wäre natürlich für die Männernationalmannschaft sportlich ein Schritt nach vorn. Unvorstellbar. Oder? FDP-Justizminister Marco Buschmann blockiert gerade das Gesetz, weil er befürchtet, dass Männer sich pro forma als Frauen definieren könnten und dann zum Beispiel in die Frauensauna gehen, um da nackte Frauen anzugucken. Hört man ganz oft, Sauna, was ist mit der Frauensauna? Angenommen, Sie sind ein Mann und wollen sich nackte Frauen angucken. Dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Das ganze Internet ist voll mit Pornos, an allen Plakatwänden hängt Familie Klum in aufreizender Unterwäsche. An der Ostsee gibt es noch jede Menge Nacktbadestrände, aber am einfachsten ist es natürlich, zum Standesamt zu gehen, sich zur Frau zu machen, offiziell dann eine weibliche Identität zu haben, um dann in der Frauensauna aufzulaufen und dort Leute zu beobachten. Man könnte übrigens auch einfach in die gemischte Sauna gehen. Viele befürchten auch, dass Männer sich zu Frauen umschreiben lassen, um dann mit der Frauenquote bessere Jobmöglichkeiten zu haben. Leute,
In diesem Land sind immer noch fast alle Schlüsselpositionen mit Männern besetzt. In der Wirtschaft sind fast nur Männer am Ruder. In der Wissenschaft fast nur Männer. Männer verdienen immer noch 18% mehr als Frauen für die gleiche Arbeit, machen weniger im Haushalt. Wer ist so blöd und lässt sich aus Karrieregründen zur Frau umschreiben? Und dann kommt auch oft das Argument, dass Männer sich als Frauen ausgeben könnten, um dann Frauen in Schutzräumen aufzusuchen. In Frauenhäusern zum Beispiel. Ist das eine reale Gefahr für Frauen, dass Frauen im Frauenhaus sind? Und dann kommt der Typ, der sie vorher verprügelt hat, reinspaziert und sagt, ich bin jetzt eine Frau. Und prügelt weiter. Eher nicht. In Frauenhäusern wird immer individuell entschieden, wer dort hineinkommt. Ich finde, hier wird abgelenkt von der Gefahr, der Frauen in diesem Land vor allem ausgesetzt sind. Nämlich nicht Gewalt von Transfrauen, sondern von Männern im häuslichen Umfeld. Da geschieht die meiste Gewalt. Abgesehen davon sind Transpersonen selbst stark von Gewalt betroffen. Also wenn es um Gewalt geht, dann sind sie Opfer. 2/3 haben in den letzten 5 Jahren Gewalterfahrung gemacht. Allein in Berlin lag die Anzahl der Straftaten gegen Homo- und Transsexuelle bei über 450, der höchste jemals ermittelte Wert. Es geht um weniger als 1% der Bevölkerung. Und ja, es ist mehr geworden, der Eindruck täuscht nicht. Das liegt aber daran, dass Menschen sich heutzutage trauen, darüber zu sprechen. Transsein ist kein Faschingskostüm, das man mal so zum Spaß anzieht. Jugendliche werden nicht plötzlich trans, weil es ein hipper Trend ist. Schon allein, weil es mit Abstand der unbequemste Weg der Welt wäre, einem Trend zu folgen. Und ganz bestimmt nicht muss man sie retten vor Menschen, die sie manipulieren. Halt, stopp! Schluss mit diesem Vogue-wahnsinnigen Gender-Gelaber! Wer sind Sie denn, bitteschön? Hä? Was ist denn das für eine Frage, du Pussy, hä? Hast du systemnuttiger Zwangsgebührenerpresser noch nie einen echten Superhelden gesehen? Ich bin Super Cis-Mann. Ein aufrecht irrigierter Kämpfer gegen die windelweichen Wokeness-Wichser unter dem Gender-Sternenhimmel, jawohl. Ich kämpfe für die guten althergebrachten Werte und die traditionelle deutsche Familie, bestehend aus Vater, Hausfrau, 2 Autos, Grill und Ölheizung. So. Ja. Meine Karten sollen jetzt sogar verfilmt werden. Von Til Schweiger. Soundtrack von Rammstein. Aha, also das heißt, Sie sind so ein selbsternannter Kämpfer gegen all das, was Sie als gefährlich woke empfinden, wie zum Beispiel gendersensible Sprache, Aufklärungsunterricht. Exakt alles warner Woke-Sinn, woker Wahnsinn, so, der die natürliche Ordnung der Dinge auf den Kopf stellt. Vor allem dieses ganze bekloppte Gender-Gaga von der überkorrekten Sprachstasi-SS, ne, die sofort jeden denunziert, der aus Versehen mal ein falsches Wort benutzt. Ja. Laut wissenschaftlichen Studien benutzen Männer aber im Durchschnitt 11,6 Mal chauvinistische oder diskriminierende Schimpfwörter am Tag, ja, weil es gut ist für die mentale Hygiene und die Prostata. So. Und das bedeutet, antidiskriminierende Sprache ist faktisch ein gesundheitsgefährdendes Sprechverbot für alle echten Männer. Verfickter Schwuchtelscheiße normal. So ist es doch. Ich kämpfe für die Freiheit. Das muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht verstehen. Aber sind nicht Geschlechtergerechtigkeit, Aufklärung über diskriminierende Sprache und Gendervielfalt, sind das nicht auch gerade Beweise für eine offene, liberale Gesellschaft, die sich weiterentwickelt? Sind das nicht Zeichen von Fortschritt? Oh, jetzt pass mal auf, Fräulein, ja? Also, ich habe ja absolut nichts gegen Fortschritt, ne? Aber nicht immer nur blind und links nach vorne, sondern auch mal rechts durch die Mitte im Rückwärtsgang. So, ja, man kann auch vorwärts kommen, wenn man nur lange genug auf der Stelle tritt. Stillstand mit Vollgas, so geht das, ja? Aber es kann doch wohl nicht sein, dass ich heute einen Mann eine Frau nennen darf und dann mit Vollbart in die Damensauna geht und da den Pimmelpropeller anwirft und sich gemütlich den Lachs buttert, Mensch. Entschuldigung, Herr Superzis, das sind doch immer ausgedachte Extrembeispiele, die nichts mit der Realität zu tun haben. Wir stehen kurz vor einer Auslöschung der natürlichen Geschlechter, so sieht das aus. Heute dürfen schon bunt aufgebrezelte Drag-Queens unschuldigen Kindergartenkindern linksgrün versiffte Sauereien vorlesen, was zu früh sexualisierten Traumata führen kann. Ja, und deshalb fordere ich hiermit ein generelles Verbot von Männern in albernen Kostümen. So. Ja, das sagt der Richtige. Ja, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Recht.
Stoppt diesen Genderfaschist in Wokeness Terror. Moment. Sorry, der Woke-Alarm. Man braucht meine Hilfe. Was ist das jetzt? Eieieiei. Notfallnachricht vom Kollegen Friedrich Merz. Alias Captain Genderfuck von den Wert- und Norm-Avengers, ja. In Buxtehude hat ein ahnungsloser Rentner seinem Enkel zum Einschlafen aus einem modernen Kinderbuch vorlesen müssen. Eine Geschichte über zwei Pinguine. Wahrscheinlich schwul, ja. Wurde jedenfalls nicht dementiert. So, jetzt hat er Herzrasen und Verstopfung. Also dann, immer schön cis bleiben, ne? Ich muss los. Cissi, tschüssi. Ja. Ach, tschüssi. Super Cis-Mann, Oliver Kalkofe. Ja, sogar gegen Travestiekünstler, gegen Drag Queens wird inzwischen agitiert. Es purzelt alles munter durcheinander. Drag ist eine Kunstform. Das hat überhaupt nichts mit Geschlechtsidentität zu tun. Aber diesen Kulturkampf auch gegen Travestiekünstler, den haben übrigens die Rechten aus den USA importiert, immer mit diesem Scheinargument versehen, dass Kinder davon negativ beeinflusst werden, dass hier eine Frühsexualisierung stattfindet. Ist ja ganz aktuell wieder auch ein Aufreger. Lesungen mit Drag Queens gelten als Frühsexualisierung. Aber dass es Bikinis für Dreijährige gibt, Tangas in Größe 152 und dass Mädchenhosen knapper und enger geschnitten sind als Hosen für Jungs, das ist einfach Angebot und Nachfrage. In München fand diese Woche eine Drag-Lesung für Kinder in der Stadtbibliothek Bogenhausen statt. Motto: Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt. Die AfD hat mit diesem Plakat zur Demo dagegen aufgerufen und überträgt dabei alte Nazi-Bildsprache sehr gelungen in die Neuzeit. 10 von 10 Punkten gehen an den Photoshop-Goebbels der AfD, der das fabriziert hat. Unsere Reporterin Caro Corneli war vor Ort. Klimawandel und Ukraine-Krieg werden permanent zur größten Bedrohung unserer Zeit hochsterilisiert. Dabei weiß jeder, der bis 3 zählen kann, Kriege gab es schon immer. Und mit dem Klimawandel hat in Wahrheit die NATO angefangen. Die AfD kämpft hier heute gegen das wahre Übel unserer Zeit. Und das ist Genderpropaganda. Mit schmissigen Plakaten, die vielleicht ein bisschen an NS-Ästhetik erinnern, protestieren Partei und Anhänger gegen den Untergang des Abendlandes. Eine Kinderlesung mit Drag Queens. Wenn jetzt eine Drag Queen einem Kind ein Buch vorliest, wird dieses Kind dann direkt homosexuell oder kriegt das vielleicht erstmal einen Schnupfen? Stellen Sie mir Fragen, glauben Sie das, was Sie da sagen? Auf keinen Fall. Aber es ist ein Signal, das hier gesetzt wird. Diese Frühsexualisierung, die muss nicht sein. Was passiert denn im schlimmsten Fall mit den Kindern? Ja, das ist eine Art, also für mich ist es eine Art wirklich von Vergewaltigung dieser Kinderseelen. Ne? Wissen Sie, wenn die Eltern ihre Kinder ganz normal erziehen, wie früher noch, Kinder spielen einfach bis 12 Jahre und haben noch kein Interesse am anderen Geschlecht, ja. Dann gehen die jetzt in die Schule und müssen sich sowas anhören. Hm. Ja, und dann kommen die. Dann sind die erstmal verwirrt. Dann sind die erstmal verwirrt. Ja. Richtig. Wer so anders sein möchte, der möchte das gern sein für sich, aber es soll nicht... Aber nicht vor den Kindern. Nicht vor den Kindern. Hände weg von unseren Kindern. Mehr sag ich nicht und mehr brauche ich auch nicht. Ich kenne ihre Kinder doch gar nicht. Das wäre ja noch schöner. Die Menschen hier sind verängstigt, denn über die Langzeitwirkung von Gendersprache und Sexualkunde ist noch wenig bekannt. Experten warnen aber vor unkontrollierten Toleranzschüben und anhaltender Weltoffenheit. Und das will hier wirklich niemand. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, wie Kinder aufwachsen sollten. Wie sollten Kinder denn aufwachsen? In ihrer Familie auch wohl aufgehoben und mit Mann und Frau. Oder wie gesagt, Weib. Was ist schlimmer jetzt für die Menschheit, der Genderwahn oder der Klimawandel? Also für mich auf jeden Fall der Genderwahn. Ich gehöre keiner Partei an, ich bin Mutter und Oma. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Und wenn Sie das rausschneiden, dann sind Sie selber schuld. Dafür müssen wir es erstmal reinschneiden. Was hier getrieben wird, ist nicht nur eine Schweinerei, es ist bodenlos, es ist unglaublich. Und es ist für mich ein Schock, ich schäme mich unter Schock. Die normalen Menschen sind so wenig und die Perversen sind Tausende. Das Land ist am Ende, es war's.
Die Demo heute ist natürlich nur der Auftakt zu einer großen Anti-Gender-Bewegung. Geplant sind Kartoffelbrei-Attacken auf Regenbogenflaggen und Gender-Sternfahrten. Es bleibt spannend. Das war Caro Corneli für Extra 3. Hallo? Ja? Würden Sie mich mitnehmen zur ARD-Mediathek? Da gehen wir jetzt mit Extra 3 hin, von YouTube zur Mediathek. Klar kann ich den Weg. Einfach hier klicken. Nee, sorry, hier. Meine Orientierung ist leider so mies wie diese Endcard. Schnell weg.